is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unaussprechliches Glück. Jesus, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das sage ich euch, sagte Christus, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Christus hatte das Ergebnis seiner Mission ständig vor Augen. Sein Leben auf der Erde, so mühevoll und aufopfernd, wurde von dem Gedanken erhellt, dass er sich ja nicht umsonst abplagen müsste. Indem er sein Leben für das Leben der Menschen hingab, würde er im Menschen das Bild Gottes wiederherstellen. Er wollte uns aus dem Staub heben, den Charakter nach dem Muster seines eigenen Charakters neu gestalten und ihn mit seiner eigenen Herrlichkeit verschönern. Christus sah das Ergebnis dessen, wofür er sich abgemüht hatte, und war zufrieden. Er schaute in die Ewigkeit und sah das Glück aller, die durch seine Demütigung, Vergebung und ewiges Leben empfangen würden. Er wurde um ihrer Übertretung willen verwundet und ihrer Sünde wegen geschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit sie Frieden hätten, und durch seine Wunden wurden sie geheilt. Er hörte den Siegesruf der Erlösten. Er hörte die Losgekauften das Lied Moses und des Lammes singen. Obwohl er die Bluttaufe erst noch empfangen musste, obwohl die Sünden der Welt erst noch auf die Seele des Schuldlosen gelegt werden sollten, obwohl der Schatten eines unsagbaren Wehes auf ihm ruhte, wollte er doch das Kreuz erdulden und achtete der Schande nicht. All dies um der Freude willen, die ihm bevorstand. Diese Freude sollen all seine Nachfolger teilen. Wie großartig und herrlich das nachher auch sein mag, unser Lohn soll nicht vollständig auf die Zeit der endgültigen Befreiung aufgespart werden. Schon hier und jetzt dürfen wir im Glauben in die Freude des Erlösers eingehen. Den Menschen, die ihn annehmen, gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden, damit Gott sie schließlich als die Seinen annehmen kann, um in alle Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein. Wenn sie in diesem Leben Gott treu sind, dann werden sie schließlich sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und was ist das Glück des Himmels anderes, als Gott zu sehen? Gibt es eine größere Freude für den Sünder, der durch die Gnade Christi gerettet wurde, als in das Angesicht Gottes zu schauen und ihn als Vater zu kennen? The Lord is coming. Are you ready?